So, hallo, hier ist Conny Keule. Heute mal mit dem Thema Heiltradition aus Südamerika. Ich muss dazu kurz erzählen, ich war selber in Peru und bin dort zwischen den Anden und dem Regenwald hin und her gereist, habe dort einiges kennengelernt, habe meine Diplomarbeit dort geschrieben und bin auf wahnsinnig interessante Sachen gestoßen. Es gibt dort die weiße, die graue und die schwarze Heilung. Wir wissen eigentlich von früher noch, haben die südamerikanischen Einwohner eine Wahnsinnskultur. Das inkaische Imperium, das natürlich auch aufgebaut war auf den vorherigen Kulturen, ist klar, aber dennoch es ist eine Kultur, die mit der Ankunft der spanischen Eroberer dann urplötzlich ein Ende hatte. Man sieht es auch an den Kultstätten, dass die Energiesymbole abgeschlagen wurden. Also in den Anden war es so, dass man an drei Welten geglaubt hat, die durch drei Tiersymbole vertreten waren. Einmal der Puma, die Schlange und der Kondor. Und der Puma war so das Zeichen für die Kraft des Volkes und auch die Energie. Ja, schade, denn diese Entwurzelung, die man ja auf dem gesamten Planeten eigentlich innerhalb der Kulturen finden kann, auch bei unserer, die Germanen, Kelten wurden auch entwurzelt von ihrer wertvollen Kultur, die ja auch erdverbunden und pflanzenverbunden war. Es ist jetzt eigentlich zu sehen, dass diese Entwurzelung uns alle in ein dermaßen immenses Unglück treibt, mit aufkommenden Krankheiten, die wir nicht mehr imstande sind, selbst auf die Reihe zu kriegen oder selbst wieder zu heilen, weil wir uns selber abgeschnitten haben, von den Naturenergien, so kann ich es ausdrücken. Also einerseits haben wir uns selber davon abgeschnitten, andererseits sind wir mit Gewalt, und da spreche ich jetzt von allen Naturvölkern, sind wir mit Gewalt davon getrennt worden. Durch welche Einflüsse auch immer, ist jetzt an der Stelle mal scheißegal. Aber wir haben eine Trennung von unseren Erdenergien, die uns alle ins Unglück stürzen wird. Also wir jagen alle irgendwelchen Karotten nach, die uns vor der Nase rum Baumeln, die aber nicht real sind. Die Technik ist zwar ja für gewisse Leute wahnsinnig interessant, weil sie damit andere wieder beherrschen können und anderen das Geld aus der Tasche ziehen können, aber generell für den ganz normalen Menschen, der Glück empfinden möchte und heil sein möchte und mit seinem Umfeld im Frieden sein möchte, ist das alles einfach nur trügerischer Schein. Genauso ist es ebenfalls mit der Heiltradition momentan in Südamerika. Es sind zwar noch einige Heiler da und ich denke, die Kultur wird auch fortgeführt werden, weil sie wahnsinnig stark ist. Aber es ist zu sehen, dass sich die jungen Leute nicht mehr dafür interessieren wollen, meistens. Ich möchte ein bisschen dafür eintreten, dass diese Kultur aufrechterhalten wird. Es ist ein absolutes Geschenk für uns alle auf der ganzen Welt. Jo. Ich habe euch, wie gesagt, in meinem Beitrag auf meinem Blog etwas zusammengeschrieben über die Heiltradition, wie sie in den Anden und im Regenwald praktiziert wird. Und da könnt ihr sehr gerne nachschauen. Ich freue mich da auch über eventuelle Gedankenanreize. Könnt mir gerne schreiben. Und ich möchte euch ein bisschen das Interesse wecken, etwas Wertvolles vielleicht weiter zu verbreiten, das für uns alle dienlich ist. So, in diesem Sinne, viel Spaß jetzt dann bei dem Durchlesen meines Beitrages und vielleicht entdeckt ihr ja noch das ein oder andere, was ihr mir zuspielen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, heilvolle Grüße, eure Conny Keule.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.